Glücksgefühle aus Anstrengung. Ja, ist geil. Du hast in der Möglichkeit hier bei solchen Veranstaltungen, da bin ich auch ganz gerne dabei, da immer wieder ganz andere Seiten von dir kennenzulernen, weißt du? Habe ich heute mal gesagt. Aber wir sind natürlich stolz darauf, dass wir dich hier haben, denn du hast ja nur die eigene Mannschaft auch gut gemacht und auch den Gegner. Das war natürlich dein Aufzug noch der Beste. Und dann wollen wir das wieder auch heute sehen. Ja? Diese individuelle Qualität, die siehst du noch nicht mal im Brasilien. Oder so zu sagen. Ich möchte nochmal so gewerblich und Marco möchte nochmal einen Flieg machen. Wir da rein. Nee, wir haben es ja so. Du sollst ja so kurz als Aufbau gehen. Okay, also nochmal die kurze. Ich warte eins für nochmal. Wird die ganze Sache von Anfang an homogen sein. Der eine ist den anderen da, nicht nebeneinander, sondern miteinander. Egal welchen Verein wir gespielt haben, so stark gemacht hat. Miteinander gespielt hat, sondern nicht nebeneinander. Und heute spielen wir natürlich auch nicht auf der Hand der Rostock-Schüler für Stefan. Und da werden wir grüßen heute Abend, der Stefan dann hier als Sieger aus dieser Schlacht heraussehen kann. Steht schon eine ganze Menge auf dem Spiel. Ne? Also Freundschaftsspiele gibt es nicht mehr. Leute, da war man. Da geht immer wieder um Ansehen, Image und dergleichen. Und ihr müsst überlegen, einige wohnen sogar hier in Rostock und wenn ihr das Ding verloren hast, du musst hier auch wohnen bleiben. Ja, also, das ist immer so ein bisschen dran denken. Insofern sollten wir schon aus diesem Grund. Für unsere Rostocker Kumpels, die hier mit dabei sind, die auch Menschen, für die sollen wir uns grüßen. Danke. Danke. Ich muss ja noch wohnen bleiben, du. Ich muss ja noch wohnen bleiben.